willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und muss mal gerade noch was einstellen, glaube ich. Muss mal eben mal checken hier. Ich weiß, dass mein Mikro wieder rauscht, aber ist nicht so schlimm. Machen wir das mal so. Warte mal. Mal gucken. More Value, glaube ich. Ah, nee, More Value. More Value ist doof. Das muss man mal wegmachen. Das war doch was anderes, denn ich glaube, ich komme immer ein bisschen leise rüber. Wir hauen hier mal so eine ganz kleine Verstärkung rein von so 1, 2 Dezibel. Ich würde sagen 2 Dezibel. So. So, jetzt bin ich, glaube ich, laut genug. Okay. Also, ja, wir wollen natürlich heute die Challenge spielen, aber ich möchte ganz gerne vorab meinen Angriff machen, denn wir sind ganz aktuell, natürlich nicht hier, sondern hier, in der Liga. Und oh, ich habe was live. Oh, auf den Arek. Okay, Arek hat gerade 2 Sterne kassiert, okay. Aber sieht ganz gut aus. Liga ist ganz entspannt im Moment bei uns, denn wir sind im Moment im unteren Teil mit Masse 13 gegen 12 und im oberen Teil dann teilweise schon 14 gegen 13. Also ist ein bisschen unterschiedlich, aber ich wollte damit heute mal starten, damit ihr auch seht, dass wir hier ein wenig Liga spielen. Okay. Unbequeme Base. Unbequeme Base, aber machen wir trotzdem. Aber wir haben kein Mauerbrecher. Wir haben kein Mauerbrecher. Das ist nicht gut. Gut, dass wir nochmal vorher hingeschaut haben. Warum haben wir keinen Mauerbrecher? Wir brauchen mindestens einen. Den brauche ich eigentlich da nicht. Okay, warte. Den brauche ich da nicht. Das ist jetzt wieder uncool. Ne? Das ist jetzt wieder uncool. Den brauche ich den bei dieser Formation nicht. Kommen dann natürlich ein paar zu viel raus. Nehmen wir mal hier noch 2 rein. Und der ist zu viel hier. Der ist etwas zu viel hier, glaube ich. Und ach, wir brauchen, glaube ich, auch noch 3 Ballons. Mal gucken, kriegen wir noch was rein. 2 Stück kriegen wir noch rein. Sehr schön. Hätten wir jetzt schieben können? Ja. Machen wir aber nicht. Wir wollen ja angreifen. Und damit haben wir nur 3 Gems verballert. Das habe ich jetzt hier zu wenig. 3. Und auch... Ah ne. Und dann kein Mauerbrecher rein. Wie ein Mauerbrecher geht. Ich glaube, ich habe sowieso immer nur einen bei dieser Angriffsformation. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen leise geworden. Halt, da wollen wir nicht hin. Aber wir wollen gleich in jedem Fall die Challenge spielen. Ich werde euch die Challenge kurz erklären. Also ihr habt sie eh schon gespielt. Ich bin ja immer einen Tag zu spät. Und jetzt bin ich zu spät. Ah ne, doch, ich habe eine Kaserne. Ah, ich dachte gerade, ich hätte keine Kaserne, Leute. Wäre natürlich echt blöd gewesen, wenn ich keine Kaserne gehabt hätte. So. So ist immer eine doofe Floskel. Ich weiß. Ihn sollte ja noch da so ein bisschen weitergehen. So passt das, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, wo die sich da denn so ein Loch eröffnen würde. Ah, da, okay. Da kommen ein paar Skelette raus, alles klar. Aber ich glaube, das sieht noch ganz gut aus. Wir kommen Richtung Rathaus, aber müssen jetzt gleich schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so nah an den Inferno kommen. Nicht zu nah an den Inferno kommen. Das kommt hier raus, okay. Da können wir noch ein bisschen gegenstinken. Wo geht der Mauerbrecher hin? Der geht, okay, der geht schon nach da, alles klar. Da müssen wir hier in die Richtung das hier schicken. Jetzt muss ich nämlich schon ein bisschen aufpassen, dass der Single Inferno dort stirbt. Weg, perfekt. Sehr schön. Hawk Rider hinterher. Den Warden und den royalen Champion. Wir nehmen hier 1, 2, 3 mal mit rein. Und den ersten Heilzauber dort. Perfekt. So, die Queen könnte eigentlich mal so ein bisschen das Rathaus machen. Macht es jetzt auch. Ich muss aber hier trotzdem mal den Bruder eben mal frosten hier. So, die müssten da jetzt weiter reiten. Das machen sie auch. Ja, sieht ja noch ganz, sieht noch ganz entspannt aus. 1, 2. Das sollten in jedem Fall irgendwie 3 Sterne geben, denke ich mal. Denn wir haben noch 2 Helden zündbar. Die Queen ist noch in Heilung, also ganz easy peasy dip hier. Und dann zünden wir die jetzt auch, damit es nicht ganz so lange dauert. Ja, perfekt. Ja, ich hatte heute schon einen perfekten Shot, nämlich mit dem Avatar tatsächlich am Handy irgendwo, wo ich dann plötzlich unterwegs war. Das war auch ganz witzig. Irgendwie
So der Erstschuss ist dann immer der bessere. Also einfach so relativ uninstinktiv in die Sache reingehen und dann klappt das schon. Einfach relativ uninstinktiv in die Sache reingehen, in die tägliche Challenge. Ihr seht, ich habe 9 Sterne und damit habe ich alle drei einmal geschafft. Sehr, sehr schick. Auch das Rathaus 10 hier habe ich schon einmal mit 3 Sternen belegt. Das möchte ich jetzt aber ganz gerne auch mal mit dem Thorsten machen, denn der hat jetzt eben erst die zweite Challenge auch geschafft. Also hat ein bisschen gedauert, aber bei mir dauert es ja immer ein bisschen länger. Und deswegen wollte ich ganz gerne die zweite Challenge mit euch, nee, die dritte Challenge jetzt schon, müsste die 2014er sein, einfach mal mit euch spielen. Ich hoffe, ihr findet das ganz, ganz in Ordnung, dass wir hier 2 Tränke kriegen, Ressourcentränke. Okay. Ja, die vergesse ich dann auch immer zu verkaufen. Verkaufen. Und noch einen. Und dafür kriegen wir 20 Gems und hier kriegen wir 2 nach. Perfekt. Ja, dass man so ein bisschen die ganzen Umsonstsachen hier so ein bisschen mitnimmt. Ich habe gestern übrigens noch mehr Mauern gemacht und auf 126 bin ich schon runter, also läuft hier in jedem Fall. Was ihr vielleicht nicht habt in eurem Clan, es ist mir gestern Nachmittag natürlich schon aufgefallen, nach dem Abdrehen meiner Folge, dass wir hier uns zur Weltmeisterschaft nicht anwählen, sondern anmelden können. Echt krass. Zum Turnier habe hier, finde ich, wirklich eine sehr, sehr coole Sache, die Community hier sowas von mit reinzunehmen in die Championship Qualifiers. Und ich meine, es ist natürlich ein bockschwerer Weg, aber wir könnten uns anmelden, wenn wir ein Team sind, was sich dann angemeldet hat. Es ist alles haarklein hier erklärt, wie das Ganze vonstatten geht. Und wir haben noch ein paar Tage Anmeldezeit jetzt. Jetzt muss ich mal eben schauen. Die müsste hier eigentlich noch irgendwo stehen, da oben. Anmeldung schließt in 6 Tagen. Ich werde hier rumfragen. Wird euch das gefallen, wenn ich mit meinem Clan WM mitspiele? Also zumindest so die erste Runde. Also zumindest so die erste Runde. Ich werde auf jeden Fall hier so ein paar 14er fragen, ob die Bock haben, da mitzumachen. Und naja, wer weiß, vielleicht kommen wir ja so ein Spielchen weiter oder so. Das weiß man ja alles nicht, ne? Wenn ich nochmal so viel Glück habe wie heute. Also ich habe das erste Spiel und das zweite Spiel auch geschafft, Leute. Ja, und das dritte Spiel ist das von 2014, habe ich mir jetzt sagen lassen, ist eine Rathaus 10. Max Base. Das ist ein Rathaus 10 Max Base, da fehlt es am nichts. Und mit etwas kleineren Helden, so wie man das ja so aus dem normalen Spiel auch kennt, bin ich auch sehr, sehr gut, dass Supercell sich so ein bisschen an die richtigen Sachen hier quasi hält. Ja, was heißt richtige Sachen hält, sondern ich finde es gut, dass Supercell dort nicht den Weg geht und mir hier 40er Helden hinpackt, sondern nur knappe Rathaus 9 Helden maxt. Und denn viele, viele Dörfer sehen einfach so auf im Rathaus 10 Bereich. Und ich habe das ganze Ding ja eben schon einmal gespielt. Da habe ich wirklich instinktiv, oder hier gibt es aber viele Gemboxen. Okay. Habe ich wirklich instinktiv hier oben erstmal, beziehungsweise bin ich erstmal mit dem Blitz angefangen und zwar auf diese Luftabwehr hier. Auf die Luftabwehr habe ich geblitzt. Die geht nicht ganz weg. Die geht nicht ganz weg. Habe dann hier oben einfach den King gesetzt. Mal sehen, der kriegt ja irgendwann Beschuss. Ein bisschen mit der Queen nachgeholfen. Und jetzt schießen gleich schon die beiden Bogenschützentürme. 1, 2 Mauerbrecher. Dann habe ich hier noch ein bisschen mit den Magiern geholfen. Rechts, links. So dass die Queen zumindest in der Mitte geht. Und auch der King in der Mitte geht. Sehr schön. Wir brauchen die gegnerische Queen nicht zwingend machen. Oh, ich muss aber jetzt 1, 2 Mauerbrecher nochmal setzen. Und können hier auch noch mal 2 Mauerbrecher hinterher setzen. Jetzt muss ich allerdings hier meine Queen eben mal ein wenig in Wallung bringen. Perfekt. Und jetzt können wir eigentlich schon hier reingehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Können hier jetzt schon in Richtung der letztverbliebenen Luftabwehr quasi mit reingehen, mit unseren Hunden vor allen Dingen. Denn wenn die aufgehen, die Hunde hier, dann haben wir in jedem Fall, ja, ich will jetzt nicht sagen gewonnen, aber schon so fast gewonnen, würde ich sagen. Denn die machen in jedem Fall die Queen. Also so war das eben bei Avatar. Da haben die super die Queen gemacht. Scheint jetzt nicht ganz so aufzugehen hier. Mal sehen, da ist noch ein Hund aktiv. Hier hinten können wir schon mal ein paar Minions setzen. Und der Lava-Hund ploppt jetzt endlich auch auf. Jawohl, dann habe ich noch ein bisschen mehr Welpen hier im Spiel. Da hinten ist mal wieder der Troll-Tesla, der jetzt in jeder Base mittlerweile stand. Aber ich glaube, das schaffen wir jetzt doch nicht so dolle.
Es sei denn, ich habe noch einen Hund. Ah, ich habe noch einen Hund hier. Die Queen ist aber auch schon down. Die Queen ist schon down. Nur, die müssen jetzt natürlich nochmal komplett dahin fliegen. Ich hoffe, dass die beiden Ballons jetzt darüber gehen. Jawohl, das tun sie auch. Sehr schön. Also eigentlich ist die echt easy peasy hier, ne? Rathaus 10 ist genau mein Ding. Aber hinten kriegen wir den Toll-Tesla doch noch nicht. Aber es sind noch ein bisschen viele Truppen jetzt da. Und ihr habt das gesehen. Erster Wurf hier. Ich glaube, die etwas höheren Rathäuser liegen mir etwas besser als die niedrigen darunter. Denn so ab Rathauslevel 10 wird es ja erst richtig interessant mit Helden, mit Inferno-Türmen und so weiter. Größerer Kleinburg. Aber hier hat jetzt auch der Tesla, der ist ja jetzt ein bisschen höher als Rathauslevel 10. Keine Chance. Und so haben wir hier auch ganz, ganz einfach die 3 Sterne reinbekommen. Also so könnt ihr es machen. Ich weiß, ich habe noch nicht geguckt, wie es die anderen machen. Also die auch die Tutorials hier drehen. Tag für Tag. Ich versuche das auch mal Tag zu Tag festzuhalten. Denn eigentlich bin ich jetzt wieder in der Reihenfolge absolut 50 Juwelen, Hora. Bin ich jetzt absolut im Rhein. Das heißt also, ich kann in 18 Stunden dann das vierte Spiel spielen. Als Info, der große Wächter kommt hinzu. Also Rathaus 11 zusammen mit Rathaus Level 11 dazu. Die ersten dunklen Zauber sind da. Sehr schön. Rathäuser befinden sich plötzlich innerhalb der Mauern. Okay. Innerhalb der Mauern. Plötzlich. Sehr cool. Sehr cool, der Text. Sehr cool, der Text. Das gefällt mir schon wieder sehr, sehr gut. Okay, das wollen wir mal noch nicht. Da wollen wir mal noch nicht drauf eingehen, aber mal sehen, dass wir morgen hier auch die vierte Challenge rumbekommen. Würde mich natürlich freuen, denn dann habe ich immerhin schon 1, 2, 3 Sterne mehr, 12 Sterne. Wir brauchen ja 15 Sterne für die Pixel-Szenerie. Und ja, da bin ich wirklich drauf gespannt, aber ihr habt es gesehen, die war jetzt wirklich zu einfach, deswegen ist der Titel eigentlich auch so. Von mir gewählt, denn wenn ich das zweimal mit dem ersten Schwung schaffe, dann schafft ihr das erst recht. Ich hoffe, das hat euch ganze, ich habe andersrum der Satz, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen bei knappen 40 Grad hier unter mir, unter meinem Dach hier und wir sehen uns in weiteren Folgen. Ich würde mich in jedem Fall freuen. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Flasht.